Herzlich willkommen bei Andis Bastelwerkstatt. Ich erkläre euch heute in einem kurzen Video, wie man Widerstände, hier haben wir Widerstände, die Farben sind hier jetzt nicht richtig ersichtlich. Wir haben hier braun, schwarz, schwarz, rot und nochmal rot. Jetzt habe ich hier so eine Karte. Ich habe gerade gesagt, wir haben braun, schwarz, schwarz und rot und nochmal rot. Das heißt, braun wäre 1. Schreibt das mal auf. 1. Dann haben wir schwarz ist 0. Nochmal schwarz ist nochmal 0. Der vierte Ring ist wieder rot. Das ist hier die Tabelle dann. Also mal 100. Und das wären dann 10.000 Ohm. Entschuldigung, hier ist sie. Und das wären 10 Kiloohm. Der letzte Ring wäre hier wieder rot. Das heißt, wir haben eine Genauigkeit von diesem Widerstand von 2%. Das heißt, von 10.000 2% durch 100 sind 100. Das heißt, wir könnten Maximum 10 200 Ohm haben oder darunter halt, es gibt ja hier plus minus, in dem Fall 9,8 Ohm. Wenn wir jetzt einen anderen Widerstand hernehmen, hier haben wir andere Widerstände. Hier haben wir die Farbe Rot, Rot, Schwarz, Schwarz, Braun. Das wäre in dem Fall wieder. Ich lege mal die Karte hier hoch. Hier haben wir Rot, Rot, Schwarz, Schwarz und Braun. Also Rot, Rot wäre, das wieder zoomen. Rot, rot, also rot der erste ist 2, dann nochmal 2, dann haben wir einen schwarzen, das heißt hier 0, und dann haben wir noch einen schwarzen, multipliziert mit 1, ist in dem Fall 220 Ohm. Wir haben hier einen braunen Strich, das heißt, der könnte 1% Toleranz von 220, 1% sind 2,2. Also das heißt, wir könnten 222 Ohm oder halt 218 Ohm haben. Dann haben wir noch einen Widerstand zum Schauen. Und zwar diesen. Ich zeige ihn euch nochmal. Der hat die Farbe braun, schwarz, schwarz. Braun, braun. Das wäre braun, wäre 1. Schwarz, schwarz ist 0, 0. Dann haben wir hier nochmal braun. Das heißt, der Multiplizier mal 10. Mal 10 wären 1000 Ohm. Ist gleich 1 Kilo Ohm. Oh, ihr seht ja gar nichts. Also, braun habe ich gesagt, dann schwarz, schwarz, dann mal die braun, mal 10,
Es gibt 1000 Ohm und 1 Kilo Ohm. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schauen meiner Videos. Bis die Tage.